Und ja, meine Framerate wird wirklich langsam besser. Und wieder etwas hochrast. So, vielleicht reicht der eine Perch aus, um die Jungs wegzupurchen. Sehr schön. Okay, von 9 bin ich jetzt auf eine Framerate von 14 hoch. Das bedeutet, es wird langsam besser. Mal sehen, ob ich es noch bis zum Ende dieser Aufnahmesession schaffe, den Raum leer zu purchen. Ich will mir nicht vorstellen, wie das hier wäre, wenn ich nicht das Gitter im Weg hätte. So, nächste Runde schlafen. Framerate hat noch kein... Oh. Framerate hat jetzt noch keinen nennenswerten Vorsprung gemacht, keine nennenswerte Steigerung. Wir sind schon wieder bei 9 gerade unten gewesen. Wahrscheinlich, weil ich noch mittendrin komische Zauber gesprochen habe. Ja, Recommendation ist abgeklungen. Das ist mir jetzt relativ egal. Ich will, solange da unten nicht steht, dass neue Untote beschworen wurden, ist alles gut. Noch einmal? Komm, einmal muss noch gehen. Nein, out of energy. Ja, Haste ist abgeklungen, ist auch okay. Ich wäre ehrlich gesagt arg froh drum, wenn ich es bald geschafft habe. Weil eigentlich darf es nicht sein. Dass man nicht weiterkommt. Weil unendlich viele Mobs spawnen.
Es werden aber tatsächlich weniger. Ich kann da hinten schon, ja, wollte ich gerade sagen, Land sehen. Also ein Ende sehen. Ah ja, es sind noch ein paar gute Stücke vor uns. Ich glaube, es sind noch die 10 Stück, die uns da auf die Pelle rücken. Naja, 2x5 sind es mindestens, also 10. Aber und wir sind schon bei 16 FPS hoch. Ich glaube, es sind doch noch um die 50. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal die Hälfte getötet. Ach. Bill Murray wäre stolz auf mich. Ich frag mich eigentlich gerade. Ja, ich bräuchte einen Rune-Orb dafür. Da könnte ich es noch stärker machen. Achtzehner Framerate, sehr schön. Ja, haha, nein, ich spiele nicht mit deinen Haustieren. Lass mich in Ruhe mit deinen Schraktorbienen ähnlichen Viechern. Und ich bin bei Framerate von 20 angekommen. Ich glaube, diese Folge... Naja, okay, ich sag das viel zu spät, weil diese Folge nur noch ein paar Minuten geht. Aber ernsthaft, wenn ihr mich die ganze Zeit nur Geister töten sehen wollt, guckt euch weiter. Ich glaube, das geht noch mindestens die nächste Folge, also in der nächsten Aufnahmesession so weiter. Und ich sollte jetzt einen Quicksave machen. Nicht, dass einfach irgendwas Blödes schief läuft, zum Beispiel der Schalter kaputt geht. Hi.
So, Frontreihe ist genehmt. Hast es abgeklungen, die Lähmung ist aber auch abgeklungen. Zum Glück kann echt nichts diese Tür öffnen. Okay. Es sind wirklich nicht mehr viele. Okay, kriege ich noch einmal? Nein, kriege ich nicht. Einmal brauche ich es nämlich noch, wieder weg zu klatschen. Sie hat doch das 25% mehr Erfahrungspunkte als Dings da Halsband gedönst. Da soll sie es auch gleich mal behalten. Vielleicht kann ich mit ihr mehr Erfahrungspunkte rausholen, indem ich einfach mal angreife und wenigstens 0 Schaden mache. Ich glaube, die Truppe töte ich noch und dann werde ich jetzt mal einen Cut machen. Weil wir wieder bei der Aufnahmesession-Zeit sind. Tut mir leid, dass es dieser Aufnahmesession nicht viel passiert ist, außer dass wir jede Menge Geister getötet haben und einen Haufen Erfahrungspunkte reinkassiert haben. So. Einmal noch, da müssten sie gepurcht sein. Gut. Das heißt, ich raste noch mal ganz kleines Witzelchen hoch. Und dann mache ich meinen Cut. Also ein Quick Save und ein Cut. Und dann werden wir uns in der nächsten Aufnahmesession dann wiedersehen. Aber ja, so wie das aussieht, habe ich nur noch Hunger. Ein Glück habe ich diese Zauberkombi gefunden, sonst hätte ich echt Probleme. Jetzt aber einen Quicksave machen. Und wir haben auch sogar eine normale Framerate jetzt mittlerweile wieder. Also, dann bis nachher.